Freunde der verlassenen Orte, seid gegrüßt. Ich bin wieder unterwegs mit Vape Urbex. Da ist er. Wir haben einen beschwerlichen Weg hinter uns. Wir sind am Haus im Moor. Ist bekannt, ist fertig. Wir wollten es aber mal gesehen haben. Gab es mal von einem YouTuber die Geschichte, hier wäre eine Frau gestorben und wäre hier elendig verendet. Angeblich soll die Frau in Amerika leben und der soll das hier relativ egal sein, der Besitzerin. Und der Nachbar hier, der soll sehr nett sein und passt hier auf, deswegen möchten wir auch nicht auf den Nachbarn treffen. Das scheint seit 2005 zurückgelassen sein. Ja, wir müssen selber gucken, wo wir hier lang gehen. Das ist hier, glaube ich, auch ein bisschen größer, der Lost Place. Gucken wir als erstes mal kurz hier rein. Ja, das ist relativ uninteressant. Oh, guck mal, hier ist noch eine alte Nähmaschine. Ich finde immer so Nähmaschinen, irgendwie haben die was. Das ist eine von Neckermann. Von Neckermann? Ja. Neckermann gibt es da auch schon ein paar Jahre nicht mehr, oder? Dann machen wir erst das Haus, gucken und zum Schluss ja die Scheune an. Boah, das ist mal nobel. Okay, hier kann man wieder eine Scheune. Ja. Was sagten Sie zu den Nachbarn früher? Da soll man drauf aufpassen. Also die braucht nicht mehr lange drauf. Nee, hier holt sich der Zahn der Zeit und die Natur alles zurück. Ja, die Holzmöbel hier, die finde ich cool. Das ist wieder so richtig massive Arbeit. Leider, und das finde ich echt erstaunlich, das ist ja wirklich am Arsch der Welt. Und selbst hier haben die schon alles kurz und klein geschlagen. Ja, wenn man sich hier die Blume anguckt. Also, ja. Das steht schon länger leer. Was hast du das hier? Anästhesiologe, das ist irgendwie, ja, hat irgendwie ein Arzt. Ja, genau, aber wofür ist er nochmal zuständig? Das magische Auge, kennst du noch diese 3D-Dinger? Ja. Ja, das hat bei mir irgendwie nie funktioniert. Ja, die Pflanze hier, die ist doch nicht echt. Nee, das ist Plastik. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, aber dass sie hier auch schon wieder alles durchwühlt haben. Ja gut, das Ding war vor 3-4 Jahren interessant. Ja, es ist furchtbar. Sag ja selbst am Ende der Welt sind die Vandalen das unterwegs. Das ist auch mega am Arsch, siehst du da. Ja. Kommt das ganze Wasser rein. Oh ja, boah. Alter, das hier ist geil. So, hier ist die gute Stube. Ja. Guck dir das mal an, wie das hier aussieht. Boah, ich weiß gar nicht, wo du hier gucken sollst. Sind das Schallplatten? Ja, das sind Schallplatten. So, hier haben wir noch einen IKEA-Katalog von 93. Also die Einrichtung hier ist wirklich richtig oldschool. Boah, aber was? Die hatten Kohle. Den kann es nicht so ganz schlecht gegangen sein. Bei der Größe hier. Und vor allen Dingen hier hast du echt überall deine Ruhe gehabt. Weil hier ist großartig keiner. Ist das super cool? Ah, eine Polaroid-Kamera. Die wird ja wahrscheinlich auch nicht mehr sein. Boah, guck dir mal die Bücher an. Da ist schon alles voll mit Schimmel. Was ist das denn? Ein Audi Max? Kennst du Audi Max? Das ist ein Aufnahmegerät. Was man auch sieht, hier haben sie halt wieder umdekoriert. Ja gut, besser umdekorieren als vandalieren, aber ich finde, muss nicht sein. Aber naja, wir wollen uns den Lost Place angucken, uns nicht um das übliche Ärgern. Der schimmelt ein bisschen. Boah, der hat ein dezentes Schimmelproblem. Alter Verwalter. Ja, hier braucht der Nachbar aber auch nicht mal nach dem Rechten gucken, hier ist ja alles fertig. Das ist richtig eine Marmorplatte. Und hier liegen auch noch persönliche Unterlagen rum. Interessant finde ich auch hier diese alte Schreibmaschine von Olympia, aber ich glaube, die wird auch nicht mehr funktionieren. Ja, und hier noch alles Mögliche an Bildern. Und jetzt kommen wir hier zu dem Bereich, der eigentlich so mit der gehypteste ist. Sag mal, was ist hier mit dem Fußboden passiert? Das sind Tiere. Junge. Das ist aber, also das ist wirklich Lost. Oder irgendwie Mäuse oder, ja gut, kann auch die Feuchtigkeit sein. Aber das nenne ich mal wirklich, ja, das ist das, was ich gerne mag, dieser Decay, dieser Verfall. Ja, hier dieser Flügel, dieser natürliche Verfall, das ist echt genial. Leider gibt der keinen Ton mehr von sich. Also glaube ich zumindest.
Ne. Das Klavier hat die besten Zeiten oder der Flügel hat die besten Zeiten hinter sich. Ja, es ist schon, ist zwar schon ein bisschen runtergekommen, aber irgendwie hat es doch noch so ein bisschen Charme. Ich will mal kurz herkommen. Das ist jetzt nicht echt das Ding, oder? Aber wo uns gerade ein bisschen anders war, oder was heißt anders, wo wir uns gedacht haben, ist das hier echt? Nein, das ist gestorben. Ja, also es ist quasi schon ein echtes Tier, aber ist nicht hier vollendet. Ich dachte gerade, aber ey, ernsthaft, das Ding ist echt. Das ja, das hab ich auch gedacht. Das wär ja durchaus möglich. Boah, diese Fliesen. Hast du schon die? Ich war da schon mal, ja. Ekelhaft, dieses Grün. Und dann auch noch tapezieren im Feuchtraum. Ja, hier sieht man, hier waren irgendwelche Idioten am 4.12.21. Hier noch Klopapier. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. Dann gucken wir uns mal weiter um. Was ist das? BH, glaube ich. Ja, das weiß ich nicht. Könnte sein. Alter, guck dir mal die Pflanze hier an. Die besten Zeiten. Ja. Haben wir hier schon? Ja, hier sind wir gerade rein. Wir müssen ah jetzt ja, hoch. Genau. Ja. Der Keller, den brauchen wir uns nicht angucken. Warum? Ja, wenn du deinen Freischwimmer machen willst, gehst da rein. Oh ja, das ist aber uralt. Oh, der Boden hier oben sieht auch gut aus. Ja. Oh, das geht sogar noch eine Etage höher. Guck mal, hier ist sogar nur eine kleine Anlage. Ja, ich wollte erst sagen, pennt hier einer drin. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Von wann ist denn hier das Schäferhofe? Das Schäferhofe hier ist von 0623. Das heißt, das kann doch nicht so alt sein. Was ist das? Ein alter VHS-Kassettenrekorder. Ja, den benutzt heutzutage auch keiner mehr. Buffalo hier Dockers, Alter. Was? Was sind das? Buffalos? Dockers. Dockers. Junge, die waren damals richtig teuer. Ja. Das heißt, hier muss da irgendwer gewohnt haben, der zumindest ein bisschen ja, auf Mode geachtet hat. Ach ja, genau. Und hier kann ich mich erinnern, hier gab es nämlich eine Diskussion. Da hieß es nämlich damals in dem Video, hier wäre ja die Frau verstorben und hätte hier so und so lange gelebt. Und im Hintergrund waren DVDs zu sehen und da, die Jahreszahl hat nicht mit der Ersterscheinung von DVDs auf den Markt gepasst. Also hat man sofort gemerkt, da hat einer Quatsch erzählt. Ist ja meistens so. Hauptsache irgendwelche Stories für die Klicks ausdenken, sich selber immer filmen, Selbstinszenierung kann man machen, braucht man aber nicht. Was ist hier los? Da hat einer dran geschrieben, bleib draußen, ich will schlafen. Mit Küche und alles. Ja, krass. Ja, hier wohnt oder hat ein Obdachloser gewohnt? Hier ist auch überall so eine Nummer und so. Ja. Also Obdach, aber war hier Strom, Alter? Weil das weiß ich nicht. Ja, gut, wenn das hier der Obdachlose ist. Das sieht aber auch aus, komm, als wenn der hier sein. Oder hier hat sich einer einen Spaß erlaubt, man weiß es nicht. Ja, das ist irgendwie alle ein bisschen strange. Geht die Waage noch? Und ich wiege. Da, ich habe die 100-Kilo-Marke geknackt. So. Das ist auch richtig alt, die Tastatur hier. Boah, die ist ja so richtig ekelhaft. Du wiegst fast so viel wie ich. Fast so viel wie 115 steht hier drauf. Ja, und was hatte ich? Irgendwie 110 oder so. Ja, es sieht aus, als wenn hier irgendwie. Oh nee, da hinten will ich nicht weiter gucken. Ja, hier muss ein Obdachloser gehaust haben. Ja. Guck mal, Olli P. und so, Alter. Aber der Obdachlose, der muss echt gut zu Fuß unterwegs sein, weil hier in der Nähe ist ja gar nichts. Aber auch das hier, das sieht alles ein bisschen so aus, wenn hier teilweise auch hier mit diesen, also wenn hier Hippies gewohnt haben. Ja, das kann auch sein. Gut, es gibt auch Leute, die besetzen solche Häuser. Aber da wird irgendwann der Nachbar wahrscheinlich auch gesagt haben, es ist ja mal Ende im Gelände. Ich mach mal den Lichtschalter. Ne, hier ist kein Strom drauf. Auch Schmerzen, darüber zu gehen, das gibt's schon nach. Bist du dir sicher? Einfach nur langsam. Ja, ich bin schon mal eingekracht. Deswegen bin ich verdammt vorsichtig. Oder guck du mal erst, ob da was Brauchbares ist. Ja, hier war das Schlafzimmer. Ja, seid mir nicht böse, wenn ich hier jetzt nicht alles angucke. Aber das erinnert mich so ein bisschen an den Bauernhof, wo ich letztens gewesen bin. Und das ist echt noch ganz gut erhalten. Das ist auch uninteressant. Ein paar Möbel. Ja, und überall künstliche Pflanzen.
weil die wären hier sonst schon längst eingegangen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch eine Etage nach oben. Ich glaube, hier ist nicht viel, oder? Muss man da hinten hinleuchten, ich sehe gar nichts. Was hängt da denn? Ich habe keine Ahnung, was das hier alles ist. Ja, das ist da durchgewachsen, das hat nicht... Ja. Boah, hier riecht das richtig nach Gras, finde ich, oder? Ja, meine ich das nur? Das riecht echt brutal nach Gras. Also. Ja, aber das ist hier... Das ist aber hier, das ist kein... Also hier, ich sichere zumindest kein Gras. Das ist einfach nur... Nee. Das ist einfach nur Efeu, was hier durchwächst. Ja, aber... Ja. Ja, und die müssen ja wohl auch mal Pferde gehabt haben. Das sieht mir nämlich aus wie Zeug für Pferde. So, hier ist jetzt die Scheune. Ich weiß bloß nicht, wo die ganzen Autoteile sind. Weil hier soll eigentlich auch noch ein Unimog irgendwo stehen. Da kommt sie definitiv nicht lang. Das sind ja wohl erst wohl irgendwie, weiß ich nicht. Ja, gut, ja. Ja. Genau, wir gucken jetzt erstmal und suchen irgendwie einen Weg. So, wie man sieht, ja, wir haben einen Weg gefunden. Was ist das für ein Fabrikat? Das sieht mir aus wie ein... Na, ich glaube, das ist ein Dorf. Na, Ford oder ist das... Ich weiß es nicht, für mich sieht das aus wie ein Toyota. Das ist ein Toyota. Ne, das ist ein Toyota. Wie kommst du auf VW? Weil da überall VW-Dinger drin liegen. Okay. Das ist aber ein Toyota. Ich glaube, das ist hier so ein... Ach, ich weiß, ich komme nicht auf den Namen von dem Ding. Aber hier haben sie auch schon richtig... Hier haben sie schon echt viel mitgehen lassen. Also... Ja, vor allen Dingen, du musst mal überlegen, dass sie hier die ganzen Autoteile rausholen. Du musst sie hier auch wegkriegen. Das ist das, was ich gesucht habe. Den Unimog. Also was siehst du nicht alle Tage. Puh, die... Der steht ja aber auch schon ein paar Jahre. Dass sie den ja noch nicht rausgeholt haben, das ist alles. Boah, aber der riecht auch schon richtig, das riecht ja schon richtig nach Öl. Aber hier ist ein Armaturenbrett fehlt. Ich weiß nicht, was die hier rausgeholt haben und... Ersatzteile. Ja, das ist klar, aber was die hier rausgeholt haben, das weiß ich nicht. Was ist das? Unimeer. Der ist aber auch schon ein paar Jährchen alt. So, das ist eine Kreissäge hier. Ja. Ja, aber Alter, das ist aber schon, die ist aber schon ein paar Tacken größer. Wolltest du noch was trinken, Herr Arm? Hier ist noch eine Flasche Wasser. So. Ja, und wir sind hier im Innenhof. Ja, der Nachbar sollte uns hier eigentlich nicht sehen können. Die Frage ist, wie kommt man da rein? Ja, das reicht ja schon. Hier steht ein Golf 2, wollte ich sagen. Ja, krass. Ah, hier haben sie aber die Scheibe eingeschlagen, die Idioten. Verstehe ich nicht. Ah, so ein schönes Auto. Boah, guck dir das mal an hier. Das sieht geil aus. Ey, das tut mir im Herzen weh, den Golf hier zu sehen. Oha, so ein schönes Auto, das hier einfach so vergammelt. Und dann haben sie hier auch noch die Windschutzscheibe kaputtgeschlagen. Ja. Und jetzt ist das ein GTI. Glaube ich aber nicht. Das ist eine kleine Maschine, nichts Weltbewegendes. Er wird nicht mehr auf der Straße kommen. Schade drum. Na, hier ist nichts mehr. Ja. Ein Polo oder sowas. Ein Polo? Okay. Ein Polo, ja. Würde mich nicht wundern, wenn sie den hier rausgeholt haben. Wir müssen beim Nachbarn ran vorbei. Ja. Lass das lieber sein. Der Nachbar, der soll richtig ekelhaft sein. Ja, ich kann mir vorstellen, dass da nämlich auch Leute schon mit dem Auto bis hier vorgefahren sind. Und klar, irgendwann rastet der Nachbar aus, wenn hier alles kaputtgeschlagen wird, wenn die hier Gas geben und was weiß ich, was hier schon alle passiert ist. Man kann einfach bei YouTube House im Moor eingeben, da gibt es so viele Videos. Und da kann man auch sehen, ja, wie das mal im guten Zustand war. Da kannst du die Tür da nicht aufmachen. Nee, die ist zu.
Wenn ich jetzt sehen könnte, was da drin ist. Wenn ich jetzt sehen könnte, was da drin ist. Hier haben sie nämlich alles platt getreten und da ist ein Fenster offen. Ich gucke mal eben rein, ob sich das lohnt. Das ist unspektakulär. Das lassen wir sein, lohnt sich nicht. So, wir sind durch hier, Haus am Moor. War echt eine schöne Location, auch wenn sie schon gelebt hat. Ja, in diesem Sinne, ihr wisst, wie es läuft. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da, abonniert mich nicht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann macht, was ihr wollt. In diesem Sinne, Küsschen aufs Nüsschen.